Ja Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Gamer Brother. Freunde, EAFC 25, Release-Woche, Tag 3 ist geschafft. Wir sind wieder reingegangen, 31-Stunden-Stream, Best of Teil 2. Wir haben das Team ein bisschen geupgradet, haben ein bisschen geölt und ich habe das erste Mal den neuen Rush-Modus ausprobiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Rush-Modus haltet. Ich habe zusammen mit Smaxy und den Teasy-Jungs und einem Mod von mir gespielt. Es hat so unfassbar Laune gemacht. Ich hoffe, ihr feiert es auch zum Zuschauen. Dann lade ich das vielleicht in Zukunft mal häufiger hoch. Könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Man kann da sogar seine Evos leveln. Also es war wirklich mies geil. Ich habe es gefeiert. Wenn ihr es auch feiert, lasst ein Like da für alle neuen Zuschauer. Gerne ein kostenloses Abo. Wenn ihr das Video seht, gibt es heute Nachmittag abends einen Dual-Stream mit den Teasy-Jungs. Also checkt das ab. Ich fahre nach Grünstadt. Und wir werden auf jeden Fall ein bisschen reinschürfen. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go. Guten Morgen, der Gamer Brösler ist wieder für Sie back in the town. Was geht ab? So, wir sind zurück in der Höhle. Da sind sie, die Knappis. Da sind sie, die Knappis. Hammer Truppe. Das ist mein Main Team. Da sind sie. Will ich die Preise abchecken? Na ja, gut, aber scheiße. Der hat 80.000 wert, ja, ja schon klar. Ah ne, 100.000. Hammer. Was? Jetzt geht's ans Eingemachte. Hier habe ich am wenigsten Angst. 693 Carlos. 850, alles super. Alles klasse. 800 drauf geboten, super. Hier habe ich so mittelgroße Angst. Maldini, 1,5. Geil, der ist schon bei 2 Mio. Voll geil. Hier wird jetzt bitter. Habe ich für 650 geholt. Der war gestern schon bei 500. Alter, ist rebounded. Oh mein Gott. Er war gestern bei 500 Glas. Auch er ist ein bisschen gerebounded. Ja, ja. Ah, wunderbar, wunderbar. Robert, guten Morgen. Oh, vorbei. Ich habe ja noch einen Bruch auf der Bank sitzen. Ramirez, gekauft 748. Oh, weiß ich nicht, Digga. Schön um 100.000 gesunken. Man kann nicht mit jedem Spieler Gewinn machen. Digga, gestern wurde zu Auge gelegt. Irgendein Bruder von euch hat mir gesagt, dass Saka 28.000 kostet. Wo seid ihr jetzt, ihr Hater? Lol, was? 46.000 für Isak ist krass. Maldini war der krasseste Pull gestern, Real Talk. Maldini war wirklich gestern smart, den einzutüten. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch sehr positiv von meinem Carlos überrascht. Roberto Carlos 690. Ich glaube, das ist auch ein Big Dick W. Was ist wichtig für den Anfang? Das ist mein erstes FIFA. Bro, ich gebe dir einen Tipp. Lass ihn nicht stressen. Es wird immer da und da einen Content Creator geben, wie mich zum Beispiel auch, der dir Tipps gibt, der sagt, mach lieber dies, mach lieber jenes. Entscheid für dich selber, inwiefern du darauf hörst. Digga, keiner macht in seinem ersten FIFA alles perfekt. Und du musst kein, wie nennt man's? Du musst kein wirtschaftswissenschaftliches Studium ablegen, um hier in dem Spiel irgendwas zu bestehen. Hab Spaß, Digga. Zock einfach. Hab Spaß, Mann. Genieß es. Einfach Spaß haben, Bro. Das ist dein erster FIFA-Teil. Dein erster FIFA-Teil, an den wirst du dich in 5, 6, 7 Jahren nostalgisch zurückerinnern und sagen, Alter, geil, damals hat alles angefangen. Also weißt du, was du tust? Genieß die Scheiße. So, ich zock mal meinen Draft weiter. Mods, mach mal eine Wette. Kommen wir in die nächste Runde. Wir spielen jetzt Viertelfinale. Mit Mario Gomez vorne drin, dem Macher. Preiseinschätzung zu Haaland? Keine Ahnung, wird nur runtergehen. Die Karte ist scheiße. Ist eine Goldkarte mit Doppel 3, lass los. Call an ambulance. But not for me! Oh, schade. Na, Kater, der Ball ist geil. Aber was macht Dembélé? Oh mein Gott, Digga, was ein Mülltor. Aber der Ball von Nakata war tatsächlich sehr gut. Wow, Dembélé. Wow. Wow, 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 wow. Gestern noch das Passen im Spiel gelobt. Ja, weil ich das Spieler mit Pass-Playstyles hatte. Das Passen ist halt geil, aber du musst halt auch Spieler mit den Pass-Playstyles haben. Wenn du dir halt ein Mittelfeld aus 3 Leimers zum Beispiel baust, die alle Abräumer sind, bist du halt am Arsch. Boah, der war geil, der Pass. Lange Ecke? Ne, kurzer. Was hat dein Belief für Playstyles? Ausrufezeichen Footbin. Kannst dir alles angucken. Boah, schön gespielt. Schön gespielt. Sehr schöner Angriff. First Contact, also First Touch, mit einem schwachen Fuß so einen Ball verarbeiten zu wollen. Selbstmord, wirklich, so einen Ball zu spielen. Sehr schön, cool. Sehr schön, cool. So, wir stehen im Halbfinale vom Draft. Nice, 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 nice. Sehr schön. Digga, ey, also das ist Wahnsinn, wie beschissen Lupfer sind. Das kannst du ja keinem erzählen. Ich mache das erste Mal in meinem dreckigen Scheißleben einen grünen Time-Finish-Lupfer und dann passiert das. Also das ist ja bodenlos, ey. Okay, mit der Bonmati kann ich was machen. Mit der Bonmati kann ich was anstellen. Funktioniert.
Schön wieder umgetackelt, die Sau. Jawoll, Junge. Auch meinen gelben Karton da mitnehmen. Ich will nicht ausgekontert werden. Scheiße. Alter, was haben wir hier für ein geiles deutsches Duell? Rudi Völler gegen Mario Gomez. Nein! Mann! Also Dembele? Dembele ist stark. Ja! Mario Gomez, die geile Sau. 10 aus! Warte mal, das war gar nicht so schlau. Das war wirklich gar nicht so schlau. Ist ja erst 78. Minute. Fuck, das war richtig dumm! Also es war ja nicht so schlau im Draft-Halbfinale da irgendwie so. Also, ich war gar nicht mal so schlau. Danke. Mario Gomez! Mario Gomez! Mario Gomez! Mario Gomez! Mario Gomez! So, jetzt kann ich nochmal ziehen. Scheiße, reiß ihn um. Reiß ihn um, den Dembele. Reiß ihn um. Ich bin Atletico Madrid. Ist das geil, Digga. 89. Nö. Nö, nö. Nö, nö. Wie geil. Habt ihr die neue Animation gesehen? Wenn der Torhüter den Ball nimmt und dann der Stürmer den Ball haben will? Die ist ja geil. Alter, warum legen 40% Auge auf mich? Weißt du, schreibt ja alle W und Ehrenmann rein, aber 40% denken, ich verliere das Draft-Finale. Ihr scheiß Augenleger, das ist crazy. Das ist krass, ja. W's in den Chat reinschreiben, einen auf den machen, aber hinterrücks alle Brösels auf Niederlage setzen. Ich durchschau euch. Ich durchschau euch. Ja. Okay, muss ich gleich mal oben gucken. Lass mich ölen, das ist Draft-Finale. Oh mein Gott, Dembele. Ach du Scheiße. Mann, ist das bitter. 20 Minuten mache ich alles für dieses Spiel. Und er kommt einmal vor mein Tor und drückt mir einen mit Bryce Mendes. Ich kotze ins Essen. Gut so. Die Läufe macht er halt unfassbar gut. Also Läufe in den Strafraum und Abschlüsse sind bei dem halt Weltklasse. Aber alles außerhalb des... Ja, ich hab Draft gewonnen! Ja! Ich hab das Draft gewonnen! Warum quittet man im Draft-Finale bei 2-1? Ohne Sinn? Für die Believer! Für die Believer! Ich hab mein erstes Draft gewonnen. Geil, Alter! Ich hab meinen Finalfluch besiegt. Okay, was kriegen wir für Rewards? Zeig mal her. Komm schon, irgendwas Cooles. Irgendein cooles Pack. Irgendein cooles Pack möchte ich haben. Ich glaube, es ist ziemlich das Beschissenste, was man kriegen kann für einen Draft-Tick. 2,25er und 2,5K-Packs. Übersetzung, fette Rotze. Also, der, ich weiß nicht, ob das jetzt hier richtig oder falsch ist, aber ich glaube, ich gehe in den Matthäus rein. Also, ohne Spaß. Das ist halt... Also das ist halt geschenkt, ja, wobei ich biete in den auf 5, in 15 Minuten biete ich auf den. Das ist eine komplett geschenkte Karte. Nicht mal 1,2 Millionen für einen Matthäus, der sonst immer seine 1,5, 1,6, 1,7 gekostet hat. Ich denke, der war selbst im Januar noch bei 1,5 Millionen. Ja, da biete ich gleich drauf. 15 Minuten, mal gucken, was ich für den bezahlen muss. 8000 Points, ziehen wir eine Special Card, ein Special Card Walkout. Also Inform Walkout, Inform mit mindestens 84, Hero oder Icon. Das ist der Plan. 780k, Hansen ist doch günstig. Ja, würde ich machen tatsächlich sogar. Würde ich tatsächlich sogar machen. Guter Preis, meiner Meinung nach. Kaminski hat heute Matchday-Story gepostet. Oh nein! Oh nein! Wir steigen auf! Wir steigen auf! Mit dem Martin in der Verteidigung und dem Papi Sisse daneben. Wir steigen auf, wir steigen auf. Oh shit, here we go again. Krieg ich die? Scheiße, ich wollte eigentlich nur den Preis hochtreiben. Aber ist okay, ich nehme ihn trotzdem. Ich nehme ihn auch für 1,2. Ich nehme ihn mit. Lothar Matthäus. Hello, this is Lothar Matthäus. The fuck? Walkout, ich lebe wieder. Wer zum F*** bist du denn? Sam Kerr!
Ich weiß nicht. Ich kann es nicht einschätzen. Kostet sie was? Funktioniert da? Geht da was? Geht da was? Hört mal auf, sowas reinzuschreiben wie, ist nicht so geil. Das ist meine zweitbeste Spielerin in IFC. Das ist mein zweitbester Spieler in IFC. Meine Top 3 besteht jetzt aus Francescoli auf der 1, 250k. Auf der 2 steht ein Griezmann für 90k. Und auf der 3 steht jetzt eine Sam Kerr für 80k. Also bitte, respektiert das, okay? Dankeschön. Respektiert das bitte. Das ist mein drittbester Spieler dieses Jahr. Hammer, 80k. Digga, das ist for real gut. Vorletztes Pack. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Wir haben den Sub, also wir haben for real den Sub-Rekord geknackt. Ich hatte nie mehr als 14.000 Subs. Wir haben den Sub-Rekord geknackt. Clap in den Chat für euch, Digga. Dankeschön an meine Community. Ich hatte noch nie so viele Subs wie jetzt. Neuer Sub-Rekord. 14.200 Subs. Liebe, liebe, liebe. Einfach neuer Sub-Rekord. Geisteskrank. Ich stream seit fast 3 Jahren auf Twitch. Ich hatte noch nie so viele Subs. Geld, 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 Geld. Oh, Tö Hernandez, Baby. Wir drehen uns langsam in eine Richtung, wo ich erwägen würde, dich einzukaufen von Milano FC. Oh, Uzi Usman. Ich kaufe Uzi Usman. Ich brauche irgendwie 100k. Wisst ihr, wie ich 100k zusammenbekomme? Jesus back, back again. Und schiffen. Mods, ihr könnt die Wette auflösen. Kein Spieler über 100k dabei gewesen. Weil ich keinen Packluck hab. Ja, erstes Pack Walkout. Little middle. Mit dem. Little. Komm her. Digga, das ist geisteskrank. Chavinga, kostet ihr was? Ich kann's noch, aber es ist Hegerberg. Hat man direkt gesehen, dass es eine Frau ist. Ich hab immerhin mal einen Walkout gezogen. Immerhin. Da weiß ich wenigstens, dass ich es nicht komplett verlernt habe. So. Warum ist da 370 drauf geboten? Ohne Sinn, was macht ihr da? Was machen die Idioten da? Ohne Sinn? Nee, es ist Investment getätigt. Nicht frisch? Doch, oder? Meine Scheiße. So, jetzt aber. Besser ist das. Besser ist das. Oh, ich komme nicht auf Chemie. Warum? Ah, ich bräuchte einen französischen Manager. Premier League Frankreich brauche ich. Ah, nee, nur Frankreich. Oh, französische Manager waren doch immer so schwierig zu kriegen. Ja, sieht doch schon mal eigentlich ganz schön aus hier. Das Team. Oh, kann man auf jeden Fall schon mal mitarbeiten. Was gibt man Dembele immer für einen Chemistry-Style? Ich glaube, man gibt den immer Marksman, oder? Hawk? Stimmt, Deadeye. Schießen, passen. Deadeye war das immer. Digga, ich gehe jetzt das erste Mal in den Rush-Modus rein. Willkommen bei Rush. Alter, irgendwelche Leute kommen hier rein. Jack555. Ich will einen anderen Profi. Nein, ey! Nee! Verein suchen. Oh Gott, Kenan. So! Alter, wie geil, was die für Bonis für mich erspielen. Weil der einen League-Ausspieler, der anderen portugiesischen Spieler und der anderen Dings hat. Hä, wie geil! Bestätigen. Chat, wie geil. Die sammeln richtig Punkte für mich. Was für Macher. Oh, fuck, Digga. Ich hab die Evo von dem nicht aktiviert. Ich hab die Manager und Aidin Evo aktiviert. Egal. Mein erstes Rush-Game. Alter. Geil. Nö, ich skipp das nicht. Ich will das sehen. Da ist er. Hell it up mit Kenan Karaman. Ach du Scheiße, da bin ich. Mit Kenan Abi. Ich sicher erstmal. Oh, mein Gott. Ich bin so gut. Ja, direkt fürs Team geopfert. Blaue Karte. Was ist blaue Karte? Ich habe eine Minute Zeitstrafe. Nein. Ich wollte mich fürs Team opfern. Guck mal, da draußen steht. Rechts hinten steht. Wo meine Cam ist. Chat, komm mal rechts hinten. Da hinten stehe ich. Da hinten steht Kenan. Oh mein Gott. Abseits, ihr Idioten, war das schlecht gespielt. Nee, das zählt. Das war kein Abseits. Ach du Kacke. Ich wurde getimeoutet. Jetzt weiß ich, wie ihr euch im Chat fühlt. Aber wie scheiße ist auch mein Team, Digga. Die können ja gar nichts. Ich habe noch nie so was Schlechtes gesehen. Der Captain ist wieder da. Oh, und Nachschuss. Guck mal, ich bin wieder da. Alter, Kenan hat seinen eigenen Jubel. Oh mein Gott, wie cool. Habt ihr es gesehen? Und wir nehmen wieder Tempo auf. Und wir nehmen wieder Tempo auf. Und wir nehmen wieder Tempo auf. Jawohl, Junge. Digga, ich schwör's euch, das ist Pro-Clubs im Geil. Ja. Ja. Ich bin uneigennützig. Alter. Guck dir das an, Digga. Wird nicht belohnt. Du willst, dass er spielt, während du ins Abseits gelaufen bist? Nee, diese zweite Linie, die du da gesehen hast, das ist eine Abseitslinie, ist wie in der Baller League. Da, wo ich war, war ich nicht im Abseits. Aber der Modus macht schon krass Bock, Digga. Wenn man das mal mit Kollegen zockt, das ist schon echt cool. Hättet ihr Lust, ein bisschen in Rush reinzuschwitzen? Wow, ich habe jetzt auch kein gescheites Team. Ist egal, du darfst eh nur irgendeinen Spieler bis 79er Rating reinnehmen. Irgendeinen Spieler bis 79. Ja, wir können mal reingehen, oder? Ja, wir können mal rein. Ich sag, die machen das heute Abend. Schalke gegen Darmstadt.
Ich sag, es gibt ein 3-1. Sagst du, die Knappen machen es? 3-1. Ich sag, es gibt ein Unentschieden. Scheiße, dann haben wir schon wieder einen neuen Trainer. Ich kann das nicht mehr. Hey, ich hab deinen ersten Vlog gesehen, wo du so glücklich warst mit Schalke. Ja, war so scheiße. Wirklich, da habe ich doch gesagt im Chat, oh, guckt euch das an, wie schön das ist, wenn Simon glücklich ist. Und so jetzt in der Nase, da kommt leider Vollbruch. So, Event wählen. Stark für die defensive Absicherung. Das finde ich gut. Richtig. Ja, super, jetzt bin ich so ein aggressive Sechser oder was da hinten. Du bist die Scheiße jetzt. Ja, toll. Was da vorne wahrscheinlich der Karaman verzapft, muss ich da hinten ausbaden. So, Männer. Natürlich, der Lila. Abfahrt. Okay, ich bin der Blaue. Und Sense. Ach, scheiße. Ja! Ja. Gutes Ding. Ich mach die defensive Absicherung, Männers. Ey! Hey, das ist blau! Das blaue ist blau, Karte! Jawohl. Die eine blau. Minute Unterzahl für die. Ja, der aggressive Abräumer. Scheiße, das ist wie reiner Stahl früher. Ach du Kacke, ich hab's verkackt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, dann Karaman. Schade, Rainer. Simon, hab ich! Ja, ja. Und lauft, Jungs, lauft! Es kann abseits spielen! Warte, komm mit! Oh mein Gott! Ja, wir sind da! Wir sind da! Let's go! Defensive Stütze da hinten drin im Team. Ja, aktuell sehe ich nur einen Anker. Ich hab gut rübergelegt. Niemals. Sehr gut. Konter! Ja, du bist schnell. Du bist schnell. Alter. Ich wurde so gefälscht. Spiel nochmal! Ja, wichtig. Oh! Jawohl. Oh Gott. Guck, da mach ich's noch. Schöne Sache. Oh, er tanzt. Schönes Ding. Kontrolle. So viel Zeit. Gut. Weit machen, ja. Abklemmen das Ding. Kriegst ihn direkt wieder. Alter! Da muss ich selber. Ist das gut, Digga. Ach du Scheiße. Digga, wir sind Prime for Zimbus. Aber komplett. Einfach Neuverpflichtung. Ja, ehrlich, komm rein bei uns. Du kannst doch kicken. Oh, kommt. Ach du Scheiße, die Waldhofsau. Ja, aber klar. Der Mann ist aber auch ein Abgewichste. Komm. Die Waldhofsau. Ach du Kacke. Also diesmal ganz kurz in Liga 1 aufgestiegen. Alter, der Onana hat gerade dem Karaman geholfen. Der hatte Probleme. Gut, der Keeper. Und aufstehen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Timbo. Der Mann wird langsam. Wir haben gewonnen, Männer. Stark. GG. Ich mach direkt die nächste auf, ich hole dich wieder rein. Das ist so gut, wirklich. Das macht echt Laune. Digga, das macht so Laune. Was hast du? So eine Mini-WL. Alter, alle haben eine 10-0, außer die Tizis. Scheiße. Scheiße. Aber ihr habt alle irgendwas? Meiste abgefangene Bälle, Top-Torjäger, Pass-Champion, ich hab gar nichts. Ich hab nichts. Gut, ich war der dreckige Sechser, der die Drecksarbeit machen musste da hinten. Ja, machst du gut. Na klar. Mattistel Evo. Lucia Rodriguez sehe ich schon. Gefährlich. Ich presse direkt drauf, ich hole mir die Mummel. Ich habe gar nicht geguckt, ob Wagner 3 Spiele braucht, was er aber noch braucht. Und kommt direkt. In der Evo. Oh, schönes Ding, ey. Schade. Ja, ich habe alles gegeben. Ja, ich Ego. Na, mal auf den Ball treten. Und mal einen nehmen hier. Absicherung hinten. Ja, gut, vielleicht doch nicht. Schade. Offensive Absicherung. Okay. Geh mal mit nach vorne. Bist du in der Mitte? Sehr gut, mach ihn alleine. Und mach das. Ach, genau das. Ist das krank? Ist das krank? Das ist Bundesliga. So spielt man, wenn man auch im Bernabéu bestehen kann. Ja, Mann. Oh mein Gott. Keeper! Ich hol ihn mal raus, Torhüter. Was hast du? Oh Gott, nein. Oh nein. Ich rutsch auf den Tunnel. Was war das denn? Torhüter, warum hast du den nicht? Der wird abgestoßen. Wir pressen wieder, wir laufen wieder hoch an beim Pressen. Ja, Marco, das ist ja geisteskrank, Alter. Ja, let's go, Digga. Wagnermann ist so ein Monster. MVP-Chat. MVP Wagnermann. Ist das gut, Digga, wenn die den immer anspielen, ne? Alter, Männer, das ist gegen den Ball überragend. Ja. Guck dir das an. Das ist einfach Fußball. Das ist einfach Fußball, was wir spielen. Oh mein Gott, nehmen wir die auseinander. Digga, das ist einfach Fußball, also, Männer. Also an der 4 schreibst du deine Doktorarbeit heute. Scheiße, hat einen guten Laufweg. Ja, aber kann da nicht vorbei. Das ist eine blaue. Das ist eine blaue. Okay, jetzt defensiver jetzt. Schön kompakt. Ich geh schön raus! Schön verschieben. Nein! Jetzt gibt die nächste blaue. Nein! 2. Nein! Ja, okay. Schwieriges Ding. Wir machen Kick and Rush. Ich lock alle, geh du nach vorne. Ja. Und ja! Oh Gott! Ja! Marin! Marin! Oh nein!
Scheiße, oh, Wetter, ich muss noch 30 Sekunden Scheiße, zugucken. Trippexi noch 3 Sekunden. Oh nein. Jetzt noch 9. Oh nein. Boah, hat der euch ja! Trippexi ja, ist wieder da. Ja, und schalt um. Geh, Junge! Geh, Junge! Geh, Junge! Geh! Ja! Wir sind bei den Franz, ja! In Unterzahl! Scheiße. Die Trippexi nehmen rein. Ich bin wieder auch da. Ich bin auch wieder da. Komm, mach den rein. Oh, das ist ja, einfach ja, stark. Ja, sehr ja, schön. Das ist einfach überlegt und stark, wirklich. Was Männer, ganz stark. Claire. Der vierte Sieg in Folge, ey. Männer, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss leider durchziehen, weil ich muss ins Stadion. Ich wünsche euch was. Ui, viel Glück. Ja, das stimmt. Danke, danke. Viel Glück. Können Sie gebrauchen, wir gehen die Knappen. In die Mine rein. Ja, wir gehen in die Mine. Hat viel Erfolg in der Mine. Es hat sehr viel Bock gemacht, ey, Jungs. Das müssen wir nochmal machen. Meine erste abgeschlossene Evolution. Kenan Karaman. Er schwitzt durch ganz, ganz fleißige Ölerei im Rush-Modus. Digga, wie findet ihr den Rush-Modus jetzt mal im Ernst? Richtig dickes W, meiner Meinung nach. Digga, das hat so Laune gemacht mit den Jungs.